Kakerbowl. Bist du dir sehr sicher darüber? Du meinst, dass... Du meinst das den Kampf? Natürlich bin ich. Ich hab Judo geübt, seitdem ich alt genug war, um zu laufen. Das ist endlich die Chance, um endlich mein Land zu repräsentieren mit dem Sport, den ich liebe. Aria scheinte ein wenig für eine lange Zeit zu denken. Alles, was sie tat, weil sie with her jaw. Mit dem Hai oder was? Ach nee, das ist ja gar nicht der Jaw. Der Kiefer. Achso. Mit dem Kiefer, weil sie tapping. Während sie ihren Kiefer mit einem Finger... Ach so, die hat so ihren... Das kennt man doch bestimmt, wenn man so... Ja, irgendwie so in sein Gesicht mit dem Finger schlägt oder so, ja. Also sie hat den Kiefer mit... Nein, sie hat den... Ja doch, sie hat den Kiefer... Sie hat den Kiefer mit dem Finger berührt, so rum. Je nachdem, Also manchmal, schnappte sie mit den Fingern... Nein, oder was? Doch. Na, aber wenn sie Ellie. Ja, manchmal schnappt sie mit den Fingern und, and grabbed a tight hold of me. Also ein. Aber tight ist doch eng. Oder fest. And grabbed a tight. Eine enge. Ja, toll. Grabbed. Schnappte sich eine Enge, um mich zu halten oder sowas? Hä? Keine Ahnung. Jedenfalls irgendwie hat sie dann mit dem Finger geschnippt und hat mich dann irgendwie festgehalten oder so. Okay. Ich erzähle dir, wo der Schrein ist. Ich zeige dir den Weg zu dem Schrein, den ich weiß. Aber... Das, braucht ein bisschen mehr. Ach so, aber es braucht ein bisschen mehr, als deine Hände zusammenzuschlagen und deinen Kopf niederzulegen. Du brauchst etwas, was du dem Schrein geben kannst. Etwas von Wert. Ich denke, ich habe über etwas... Gut, dann habe ich etwas, worüber ich nachdenken kann, bevor wir dort sind. Danke, Senpai. Ah, Senpai, das heißt, die ist der Lehrmeister von ihm oder sowas, keine Ahnung. Danke, Senpai. Ich, bedanke mich für die Hilfe. Was? Wir? Nee. Ich gehe nicht mit dir. Ich hab noch zu trainieren. Nebenbei, hast du schon einige Schritte, musst du den Schritt schon selbst tun. Ich kann dir eine Karte malen und den einfachsten Weg hier wieder hin zurück. Aber du wirst auf dich allein gestellt sein. Du kommst nicht mit, nicht mal für ein bisschen. Ich denk nicht. Lass mich einfach ein Papier nehmen. Ich zeichne dir eine Karte. Nachdem Aria zurückkam, wichtige Vorbereitungen waren getan und ich folgte der Richtung, die auf der Karte verzeichnet war. Überraschend war es gar nicht so weit weg. Wie auch immer, der Tipp, wie ich wieder zurückkam, im Fall ich verlor mich selbst, war ein bisschen, was a bit sketchy. Ja, sketchy ist das nicht irgendwie so, sketchy? War ein bisschen skizzenhaft, genau.
Schau einfach nach unten und du wirst das Dach von dem Dojo von überall von dem Hügel sehen. 20 Euro für den Grafiker. So. Oh, diese schöne Musik im Hintergrund. Und jetzt werde ich wieder was trinken. La 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 la. So, da bin ich wieder. Der Wald neben dem Dojo war die erste Prüfung, die ich bewältigen musste. Ein dünner Pfad schlängelte sich um die Bäume. Und nahe war der Fluss, den Ichikawas Schwester benannte oder so, keine Ahnung. Ich folgte Arias Skizze oder Niederschreibungen, Bleistiftkrakelungen oder sowas in der Art, mit ein bisschen Skepsis, ich hasse dieses Wort, Skepsis oder so, keine Ahnung, ich folgte Arias Kritzeleien ein wenig skeptisch. Aber nach einer Stunde oder so habe ich endlich den sogenannten legendären Schrein gefunden. Wir sind am Schrein. Der sieht cool aus. Und hier stehen nicht mal Fahrräder. Das ist toll. Aber hier fehlen diese lila Bäume. Die fehlen. Weiß nicht. Sonst, wenn jetzt da die grünen Bäume lila Bäume wären, wäre es viel cooler. Aber, ja gut, ich will dem Grafiker ja nichts vorhalten. Ach, übrigens wieder 20 Euro für den Grafiker. Der Waldscreen wird wahrscheinlich noch 5-mal auftauchen, wette ich. Weil, sonst waren das ja jetzt hier viel zu schneller Wechsel und der Waldscreen war viel zu lange da. Das geht ja nicht. Ja, der Schrein wirkte sehr surprisingly well maintained, also wirkte sehr, sehr gut hergerichtet, in Anbetracht der Tatsache, dass er in der Mitte of nicht, also in the middle of nowhere, dass er irgendwo am Arsch der Welt lag. Ich dachte darüber nach, ob vielleicht jemand geheim hier leben könnte. Zum Beispiel ein geheimnisvoller Material Arts Master. Ich weiß gar nicht genau, so was Material Arts eigentlich nochmal genau ist. Ich werde gleich mal eine Aufnahmepause machen und da werde ich mal ganz fresh nachgucken, was Material Arts überhaupt ist, weil ich meine, das scheint das Spiel ja drüber zu gehen, über irgendwie Material Arts und so, und das wird wahrscheinlich im späteren Spiel noch wichtig sein, zu wissen, was das überhaupt ist, damit man diverse Anspielungen versteht, und deswegen werde ich mich mal belesen in der Aufnahmepause, die ich gleich machen werde, wenn ich diesen Screen hier vorgelesen habe. Ja, also, die Gedanken über einen Hermiten, ist das nicht, das ist doch so ein Mönch Dingsbums. Ein Einsiedler, ja. Die Gedanken über einen Einsiedler, über einen Einsiedler, der versteckt in dem Schrein leben könnte, in der Möglichkeit, um sich selbst für einen kommenden Kampf zwischen Gut und Böse vorzubereiten, kamen in meinem Gehirn auf. So, und mit diesen Gedanken, oder besser gesagt, mit den letzten Worten von Takahiro, werde ich mich in eine kurze Aufnahmepause verabschieden
Und ja, ihr seht mich wahrscheinlich eh gleich wieder, weil ja, ich die Folgen dann am Ende zusammenschneiden werde, weil ich werde einfach nur hinten den Endscreen dran klatschen. Weil ich mich auch nicht wirklich davon von euch immer verabschieden werde. Ich werde die Folgen einfach cutten. Das macht einfach das Aufnehmen einfacher, wenn ich nicht immer die ganze Zeit auf die Uhr gucken muss. Ja, von daher werde ich jetzt eine kurze Pause machen, mich ein wenig über Material Arts verständigen, ein bisschen was essen und bla bla bla. Und dann bin ich auch gleich wieder zurück. Jedenfalls, ja, Takahiro, ja, das machen wir dann das nächste Mal. Also jedenfalls, ja. Bis gleich oder bis irgendwann, bis zur nächsten Folge oder bis gleich, jedenfalls bis zur nächsten Aufnahme. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sakura Spirit. Wir sind genau da, wo wir vor der Pause aufgehört haben. Und ich habe jetzt warmen grünen Tee. Das ist cool. So. so. Gut. ich weiß zum Glück noch, wo wir waren, weil das ist ungefähr nur eine Stunde her, dass ich die Aufnahmepause gemacht habe. Also, Takahiro ist jetzt bei dem Schrein und möchte jetzt dort beten und hat sich gerade Gedanken über einen Material Arts Master gemacht. Und ich habe übrigens nachgeguckt, was das ist. Material Arts ist Kampfkunst. Und zwar diese wunderbare Kampfkunst, die so in diesen Filmen benutzt wird. Also wir kennen ja gar nicht diese ganzen Material Arts Filme, das ist ja irgendwie so Japan exklusiv eher. Wir kennen ja nur so Karate Kid und sowas, das kennen wir ja. Also Karate Kid, das ist halt so Material Arts Film, aber wahrscheinlich nicht so der neue, der ist gar nicht so, finde ich nicht so gut, ich mag die alten mehr. Ja, ich mag die alten Karate Kids mehr, diese 5 Teile oder so, die habe ich mir mal alle reingezogen, als ich noch Fernsehen geguckt habe, mache ich jetzt nicht mehr. Und ja, die fand ich besser als die neuen, muss ich sagen. Guckt euch, also wenn ihr nur die neuen gesehen habt, guckt euch auf jeden Fall mal die alten an. Die sind nämlich cool. So, gut, zurück zu Takahiro. Ich denke, das ist zu gut, um wahr zu sein. Ich muss jetzt mal wieder den Übersetzer öffnen. So, okay, Zeit. Achso, ich sah in, Neuens ist doch eigentlich... Ich sah in Verdruss auf den Fakt, dass, dass es neben dem Schrein, nichts gab. Also da war gar nichts, wo irgendjemand leben konnte. Für das erste Mal, dass ich hier war, versuchte ich mich für den Grund zu begeistern, warum ich hier war. Es brauchte für nur ein paar Momente, ein paar Minuten, bis ich mich dann zusammengerissen hatte und die Courage hatte, endlich das Gebäude zu betreten. Einmal drinnen fand ich einen schick ansehenden Fancy, ja, das sollte man eigentlich kennen. Einen schicken, sag ich doch. Einen schick anschauenden Altar of Swords, also mit Dingen oder sag ich so ein Altar halt, ja, so einen schick ansehenden Altar
im Hinteren des Raumes. Oh, wir sind drin und der sieht ja wirklich fancy aus. Sehr fancy. Ich denke, warum redet er eigentlich mit sich selbst? Ist er irgendwie, obwohl das mache ich auch manchmal. Aber nicht, wenn ich irgendwie in so einem Schrein stehe. Obwohl, wenn dann wirklich niemand ist, dann kann ich, rede ich auch manchmal mit mir selbst in der Öffentlichkeit. Irgendwo auf der Toilette oder so. Weiß ich nicht. Voll die intimen Dinge, die ich hier von mir gebe. Das geht gar nicht. So. Ich denke, das ist das Ding, worüber jeder redet. Langsam. Leise faltete ich die Map, also die Karte, zusammen, die man mir gegeben hatte, und tat sie in meine Tasche. Ich ging zu dem Altar. Man hätte jetzt ranzoomen können, aber das wäre zu teuer für den Grafiker gewesen, von daher hat man es gelassen. Ich war sehr skeptisch über diesen ganzen religiösen Aspekt. Ich war mir nicht ganz sicher, ob das wirklich funktionieren würde. Ich würde nicht mal drüber nachdenken, dass Glück mir irgendetwas Gutes in diesem Match tun könnte. Also in Match wie dieses tun könnte. In meiner Ansicht nach war es, war da nicht sehr viel Platz für Glück in der Kampfkunst. Ich sag jetzt einfach mal Kampfkunst, obwohl es eigentlich nicht ganz direkt die Kampfkunst ist, aber es ist doch die Kampfkunst, von daher passt das. Judo ist das Benutzen von Wissen, und das habe ich durch Training erreicht. Natürlich kann auch ein bisschen Talent helfen. Da war einfach kein Platz für etwas superstitious, irgendwas mit abergläubisch, oder? Ja, für so etwas Abergläubisches wie Glück. Sicherlich war das ein Match voller, wo mein Wissen und mein Talent zu ihren Grenzen getrieben werden. Nicht mehr und nicht weniger. Eine Female Voice. How curious. The boy doesn't believe in superstition. Also, curious. Ich sollte mein Englisch echt nochmal auffrischen. Curious. Ach so, wie kurios. Ja, natürlich. Wie kurios. Der Junge glaubt nicht an Aberglaube. Und trotzdem steht er hier, umringt von Dingen, die er verneint. Als ich diese Stimme hörte, schaute ich mich um, versuchte die Quelle zu finden, aber da war niemand zu sehen. Wer ist da? Eine sehr klischeehafte Frage. Aber warum solltest du mich nicht eher fragen, wo ich bin? Worüber sprichst du? Zeige dich! Noch nicht jetzt. Unterhalte mich. Noch ein wenig länger, würdest du? Das ist ein Platz wie kein anderer. Warum kommst du hier, wenn du nicht an Dinge wie Glück glaubst? Ich bin hierher gekommen, um mich selbst vorzubereiten.
Hast du, entleiten? Hast du, entleiten? Oh Gott. Entleiten. Erleuchten. Achso. Erleuchte mich mit dem, worüber du dich vorbereiten möchtest. Ich fühlte mich ein wenig, ich fühlte ein wenig wütend, als die Fragen sich fortsetzten, fuhr ich mit dem Reden fort, so dass ich herausfinden konnte, wo sie sich versteckte. Ich bereite mich auf einen Wettkampf vor, einen Judo-Kampf. Judo? Was mag das wohl sein? Ernsthaft? Du weißt nicht, was Judo ist. Es ist ein hochtalentierter Kampfsport. Eine Kampfkunst. Hochtalentierte Kampfkunst. Ah, also bist du ein Krieger? Hesitant. Huch. Ups. Hesitant, ja. Ich bin auf den Ausspruchknopf, oder wie das heißt, gekommen. Zögerlich. Zögerlich, um in den Kampf zu gehen, und kommst hier, um etwas zu finden, um den Kampf zu lösen, oder? Entschlossen. Um die Entschlossenheit zu kämpfen zu finden. Ich bin mir nicht ganz sicher über den Kriegerteil. Warum nutzt sie so High-Wörter, Alter? Warum nutzt sie so hochsprachliche Wörter? Kann die nicht ein bisschen colloquial sprechen, Alter? Fortunate. Sowas benutzt kein Mensch. Das kann man doch happy sagen. Was soll denn das? Was meint er denn jetzt? Glücklich oder günstig? Wie glücklich ist... das ergibt keinen Sinn. Ach so, doch. Ja. Oder doch günstig. Günstig passt besser. Günstig. Es ist gerade passiert, dass jemand von deiner Sparte gebraucht wird. Meiner Sparte? Ein Held. Dieser Schrein bringt Kraft für Helden wie dich. Wie auch immer. Ein großer Held muss etwas sakrifizieren, etwas opfern. Sakrifizieren. Muss etwas opfern. Im Gegenzug. Klingt wie das, was die anderen erzählt haben. Aber deine Version klingt besser. Leicht lachend über die Geschichte entschied ich mich mitzuspielen und machte diese Beatbewegung, also faltete meine Hände zusammen, um zu beten. So, was als nächstes soll ich dir meine ewige irgendwas
beschwören. Hello, Wens. Ja, das meinte ich. Freibetrag. Achso. Ja. Ja, meine Zugabe, das bringt mir jetzt nicht viel weiter. Synonym, meine Opfergabe. Soll ich dir meine Opfergabe geben oder sowas? Ah, okay, ja, also ein Geldbetrag, so stand es auch hier gerade. Sei nicht dumm. Geld ist eine kleine... Ach so. Sei nicht dumm. Geld ist nichts Wichtiges für einen Helden. Für dich, der das Opfer wird etwas von größerem Wert sein. Ich werde in Zukunft schauen, Ich werde in die Zukunft wahrscheinlich schauen, um zu sehen, was das Schicksal für dich bereithält. Jetzt geht's erst richtig los. Jetzt nutzt sie irgendwelche Magie oder sowas. Stichwort. Wie auf Stichwort. Fühlte ich mich plötzlich, nauseated. Ach so, fühlte ich mich plötzlich übel, als des Mädchens Worte meine Stimme, meine Ohren erreichten. Mein Kopf drehte sich wild, langsam, stolperte ich rückwärts. Kollapsierte nach hinten. Als mein Sichtfeld verschwamm, hörte ich den Sound von ankommenden Fußspuren. Ja, der Sound von ankommenden Fußspuren konnte hören. Viel. Oh, die sieht nice aus. Ein bisschen weniger Ketten und ein bisschen weniger Hörner und. Ich muss solche Kommentare machen. Das tut mir leid. viel Glück, Held. Du wirst es brauchen. Neben meinen Versuchen nach oben, also wieder aufzustehen. Achso, Despite ist nicht nach, sondern Despite ist wahrscheinlich. Despite ist. Trotz meiner Versuche aufzustehen, alles, was ich tun konnte, war ein flinker Blick auf das Mädchen. Ja, toll. Der Anblick von Hörnern und einem Schwanz ließ mir sehr viele Fragen offen. Aber bevor ich die Chance hatte, überhaupt ein kleines Wort zu sagen, fiel ich in ewige Dunkelheit. Also meine... Ach so, ja, mein Bewusstsein fiel in Finsternis.